Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo wir im Karrieremodus in die nächste Runde starten wollen, im Masters in Augusta. Wir haben die erste Runde gespielt, die war ja mehr als, erstmal pfui und dann doch ein bisschen hinten raus hui. Also wir sind mit plus zwei im Mittelfeld und heute müssen wir um den Cut kämpfen. Aber bevor es soweit ist, möchte ich nochmal recht herzlich mich bei allen bedanken, die die letzten Tage so viele Kommentare dazu geschrieben haben und die auch Däumchen dagelassen haben. Und ich freue mich auch über einige neue Abonnenten hier auf dem Kanal und heiße euch recht herzlich willkommen und freue mich, dass ihr auch zukünftig hier mit dabei sein wollt. Ich möchte auch gleich auf eure Kommentare ein bisschen eingehen, weil es wurden ein paar Fragen gestellt, bevor wir also loslegen. Und zwar wurde zum Beispiel gefragt, ob eigentlich, wenn wir hier im Pro-Modus spielen oder im Tour-Modus, ob das eigentlich mehr XP bringt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, nein, man bekommt mehr oder weniger genau das Gleiche. Also ich habe dann mal nachgeschaut, wir haben ja in St. Andrews noch im Pro-Modus gespielt und da haben wir auch immer so 19.000 paar zerquetschte Punkte gemacht. Und hier im Tour-Modus nach dem ersten Tag haben wir eigentlich auch nicht mehr Punkte. Also habe ich nirgends gesehen, sondern entsprechend der Leistung waren die Punkte. So, dann wollte jemand fragen oder hat jemand gefragt, wie eigentlich der gute Xander ausgesprochen wird. Ja, jetzt ist es ja so, seine Eltern, also väterlicherseits, kommen aus Deutschland, die Mutter, glaube ich, eben aus den USA, aber er ist hundertprozentig Amerikaner und kann, glaube ich, selber kein Deutsch. Und ich finde es schon mal cool, dass er eigentlich, ich glaube, er heißt eigentlich Alexander, aber Xander finde ich irgendwie schon cool. Und ansonsten, ja, wie er eben ausgesprochen wird, Schaufele, also ich würde jetzt auch sagen Xander, Schaufele, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man das in Englischen oder Schaufele, ich würde ihn einfach Schaufele aussprechen. Ja, und dann war noch so ein Punkt, wo ich sagen muss, ganz, ganz interessant. Also da gibt es einige von euch, die machen sich da wirklich Gedanken. Und zum einen muss ich recht geben, dem Wolperdinger, dass er, ja, ich muss auch sagen, ich war ein kleines bisschen enttäuscht, als wir hier St. Andrews gewonnen haben. Das war dann so eine 4-Sekunden-Sequenz, wo wir kurz gejubelt den Pokal. Also das hätte ich mir auch ein bisschen ausführlicher gewünscht, aber sein anderer interessanter Ansatz ist nämlich, und da bin ich also voll bei ihm, das finde ich richtig gut, die Idee im Prinzip, so ähnlich wie bei anderen Spielen, hier einen Clan zu gründen. Also im Prinzip einen Golfclub zu gründen und da können dann Spieler beitreten und dann würde man eben unter den Clan praktisch untereinander würde man Turniere veranstalten können online, könnte theoretisch ja auch ein Turnier veranstalten, wo andere Clans spielen. Man könnte da Matchplays oder kleine Ryder Cups oder so weiterspielen. Oder die Idee wäre natürlich auch zu sagen, okay, wir machen heute ein Turnier und jeder wirft 500 Reward Points in den Topf und dann werden diese Reward Points wieder aufgeteilt, diese Börse im Prinzip nach den Ergebnissen. Das fände ich auch irgendwie interessant und lustig und da muss ich ehrlich sagen, also das ist wirklich ein sehr, sehr interessanter und guter Ansatz und nun gut, auf der anderen Seite lasst uns mal abwarten. Ich meine, nicht zu vergessen, das Spiel ist jetzt erst wenige Wochen draußen und es wird mit Sicherheit noch einiges kommen, weil in Kürze sind ja die PGA Championships, soviel ich weiß. Das wäre das nächste Major. Und da wird mit Sicherheit auch, denke ich, ein Update kommen, weil der ja auf einem ganz speziellen Platz auch gespielt wird. Ich muss jetzt gerade überlegen, ich weiß es gar nicht, müsste ich jetzt in die Zeitachse schauen oder in den Kalender, auf welchem Platz das eigentlich stattfindet. Aber der wird ja auf jeden Fall noch kommen. Also der Ansatz fand ich sehr, sehr gut und interessant auf jeden Fall. So, das zu euren Kommentaren. Und dann war noch eine Frage und das sehen wir jetzt gleich hier, wenn wir in die Career Settings reinschauen, nämlich wie denn im Moment die AI Scoring Difficulty eingestellt ist. Und da habe ich eben 80 eingestellt. Das Feld ist also, ja, ich denke jetzt doch sehr ausgewogen. Wir sehen es ja auch, der Führende hat, glaube ich, minus 7 und wir werden gleich nochmal reinschauen. Und wir haben mit Sicherheit kaum was mit dem Sieg hier zu tun, aber wir müssen schauen, dass wir den Cut schaffen. Und deswegen steigen wir jetzt auch hier gleich ein. Zweiter Tag, anderes Outfit und das Masters-Outfit. Und wir erinnern uns, ich habe im Setting eingestellt, dass wir den Tour-Modus spielen.
bis eben auf das Shapen. Da machen wir es uns ein kleines bisschen einfacher, damit wir die Kurven besser spielen können. Aber ihr habt es ja gesehen, mit dem Putten ist es schon schwer genug. Okay, lasst uns loslegen. Wir starten in die nächste Runde in Augusta, die zweite Runde. Und ich bin mal gespannt, wo jetzt die Cut-Linie ist. From the Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia, EA Sports so proudly presents The Masters. Today, live second round coverage of the season's first and many say most coveted major championship. But if we see more of what we witnessed yesterday, we're in for a heck of a battle these next 3 days as we show you the current leaderboard here on this Friday. Cameron Young from Wake Forest is your leader. He shows the way at 7 under. As for our featured golfer, it's going to take a good round to make the weekend as they enter one stroke below the projected number. Ja, also ihr seht es, ich habe hier auch gleich das Leaderboard aufgemacht. Projected Cut ist plus 1. Das heißt, wir werden mit einer Paarrunde, so wie es im Moment aussieht, nicht ins Wochenende kommen. Und auf der linken Seite seht ihr es ja, Make the Cut at the Masters, das wäre unser Ziel, zumindest das zu schaffen. Und dann bekommen wir natürlich auch entsprechende Punkte und hoffentlich auch Reward Points, damit wir unseren Spieler und unser Equipment entsprechend verbessern können. Okay, wir sind im Moment geteilter 56. Und wir starten hier sehr, sehr früh. Und das heißt, alle, die vor uns liegen, kommen erst nach uns. Wir werden dann also erstmal sehen, wie sich das Feld entwickelt. Aber vor allem müssen wir auf die hinter uns achten. Also okay, Projected Cut ist im Moment plus 1. Das heißt, es hilft nichts. Wir werden ja angreifen müssen. Wir müssen gucken, dass wir auf jeden Fall die ersten 9 Bahnen hier den Score ein bisschen zusammenhalten. Und müssen einfach schauen, dass wir hier vor allen Dingen, was die Annäherung aufs Grün angeht, einfach ein bisschen, ja, gezielter und geplanter hier angreifen werden. Okay, lasst uns loslegen. Ich wünsche uns allen ein schönes Spiel und hoffentlich auch ein erfolgreiches. So, das ist schon mal nicht schlecht. Wir haben das Fairway getroffen. That one looking good. It's in the fairway here to start round two. Down on the course, let's check in with Nota Begay the third. Left himself with 149 yards to the front, 154 to the hole. Pin sitting on the left half of the green. So, das haben wir jetzt in der letzten Folge ein bisschen immer verpennt, beziehungsweise völlig falsch kalkuliert ist natürlich, wenn die Fahne hier weit oben steckt und wir haben 16 Fuß, das ist ordentlich, da müssen wir also deutlich weiter hinten eigentlich anhalten. Der Wind wird uns ein bisschen helfen, aber wir müssen wirklich gucken, dass wir hier nicht links runterrollen und die Pinposition ist schon wieder eine ganz heikle, denn davor ist der Bunker. Aber wir wollen auch nicht hier reinkommen, sonst rollt er uns wieder mal vom Grün runter. Das seht ihr, wie hier alles so rot ist. Also wir müssen unbedingt da hinten rein. Eisen 8 schlägt er uns vor. Und er wird auf jeden Fall kürzer fallen. Ja, das sind... Okay. Ja, wir werden da auf jeden Fall hinten rein müssen. Es hilft nichts. So. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen wenig, aber ja, auch nicht zu viel zum Glück. Bleib liegen. Gut. Imagine a missed club because that ball sailed past the flag. Really just fortunate to stay on the back of the green. So, es geht ganz schön bergab. Ganz schön bergab, 2 Feet. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen, dass wir natürlich nicht vom Grün rollen. So, links, rechts haben wir eigentlich wenig. Es geht immer mal ein bisschen nach links und ein bisschen nach rechts. Also so eine Zickzack-Geschichte. Aber jetzt müssen wir mal wieder schauen. 2 Fuß. Okay. Okay, eigentlich so würde ich sagen maximal. Bleib mal ein bisschen weiter rechts, weil unten geht's nach links. Ja, okay, er rollt, er rollt, er rollt.
Und er rollt weiter und bleibt überhaupt nicht liegen. Ah, doch. Gut. So, das geht nur bergauf. Und wir haben uns angewöhnt, wir werden den auf jeden Fall mit viel Tempo. Okay, that's in for par here at the first. And he'll remain at two over par. Ah, ich glaube, ich habe hier noch den Modus drin. Ich schau mal ganz kurz. Und zwar im Setting dieses Fast. Wir schauen Visual. Und ich habe eigentlich ganz gerne, dass wir hier ein bisschen mitkriegen, was Sache ist. Flyover machen wir auch Enable. Gut, das müsste es gewesen sein. Dann wieder zurück. Und diesmal müssen wir aufpassen, dass wir nicht wieder hier im Bunker landen. Wir haben ein bisschen Gegenwind. Wir dürfen aber auch nicht zu weit links landen. Ja, der Wind, der treibt in Richtung Bunker, wenn ich das richtig sehe. Aber ich möchte jetzt auch hier nicht unbedingt mit einem großen, großen Shape arbeiten. Denn wir müssen ja nicht mit dem zweiten aufs Grün kommen. Auch wenn es natürlich dafür extra Punkte gäbe. Ein Eagle under 2. Yeah, that's a good drive. Watch it trundle down the hill a bit. Well done off the tee here at hole number 2. Ja, wir müssen schon vorsichtig spielen und unsere Chancen eben suchen durch gute Annäherungen. So, Approach mit dem Holz. Wo ist denn die Fahne? Da hinten. Ja, nicht mit dem Holz. Das sind natürlich 52 Feet, aber ich habe so das Gefühl, wenn wir natürlich mit dem Eisen 4, dann fällt der runter und dann rollt er definitiv nicht aufs Grün. Okay. Wir versuchen es mal mit dem Hybrid und werden doch ein Kürfchen spielen, damit er Richtung Fahne rollt und zwischen den zwei Bunkern hoffentlich reinläuft. Okay. Ein bisschen höher. Okay, Schwung war eigentlich erstmal gut. Und jetzt wäre es natürlich herzallerliebst, wenn er liegen bleiben könnte. Yep, sehr schön. Dann haben wir doch tatsächlich mit dem zweiten Schlag das Grün erreicht und haben jetzt die Chance auf das erste Birdie. So, hier sehen wir also, dass im Prinzip geht's, ja, ist es eben. Es ist eben. Aber wir haben natürlich einen ziemlichen Break von links nach rechts. Okay. Okay. Und damit müssten wir sogar jetzt einen Quest erfüllt haben für Augusta. Eagle under 2. Onward now to the classic 350-yard par 4 third hole here at Augusta National. Best probably to hit short of the four fairway bunkers and then have a full shot into this green which slopes right to left. Sehr schön. Das ist jetzt natürlich wieder eine ganz, ganz schwierige Bahn mit der Forcefront davor. Und da müssen wir echt schauen, dass wir da mit dem zweiten aufs Grün kommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay. So, der Wind. Wir haben einen Rückenwind und der Wind treibt ihn ein bisschen den Berg eigentlich hoch. So. Okay. Ja, er wird definitiv dann nach rechts, nach links rüberspringen. Okay, yep, der geht wieder links runter. Und dann müssen wir den wieder richtig schön da hochbringen auf das Grün. 261 Meter Carry geschlagen und das macht am Ende eine Summe von 303 Yards. Ordentlich, ordentlich. From the fairway. Let's go to Noda. Well, it's a short shot on paper, but this shot will definitely embarrass you if you don't pay attention. Green is sloped severely from right to left. It's elevated, which makes it awfully difficult to get the ball close. So,
So, jetzt ist natürlich die Sache, wenn wir rechts vom Stock liegen, dann haben wir einen Bergab-Putt. Und wenn wir natürlich zu weit hinten oder zu kurz liegen, dann ist das eine Mordskurve. Würden wir hier versuchen, auf die Seite zu kommen, dann haben wir definitiv einen Bergauf-Putt und das macht es eigentlich leichter. Tja, ich werde es mal mit dem Lob versuchen. Aber ich glaube, wir müssen da ein bisschen mehr nach hinten gehen, damit er etwas länger ist. Ja, komm, bleib. Bleib. Ah, jetzt läuft er trotzdem noch runter. Okay. Didn't check, Frank. Yeah, just not enough spin on that. Really, I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward. Der Pitch. Was haben wir denn hier? 10. 7. Ja, der wird halt rollen. Das ist halt eben so das ganz, ganz große Thema. Der wird rollen. Oh ja. Okay. Ein bisschen unter der Fahne ist hervorragend. Berg hoch. I think you'll be fairly pleased with that, Frank. What do you think? I certainly do. It was so, so good. So, es geht nach rechts. Wie gesagt, wir geben wieder ein bisschen was mit. Damit er auf keinen Fall. So. Nicely done. It is a par here at the third. And he'll stay at level par. Ja, und ein Pärchen ist hervorragend an der 3. Absolut. Wir sind mittlerweile 29. Now the fourth, an excellent par 3. This requires a solid, pure strike. You can't fake it on this hole. And you're happy to walk away with 3. Next up, the stout par 3 fourth here at Augusta National, measuring 240 yards. Middle to long iron is the play here, but accuracy is key with the two bunkers protecting the front of that green. Ja, ist natürlich illusorisch, hier mit dem Holz auf das Grün schlagen zu wollen, weil wir den Ball überhaupt nicht zum Liegen bringen. Und wenn, dann wäre das die Option vielleicht mit dem Hybrid, dass wir das hoch anspielen. Die Frage ist halt eben, wenn der drüber rollt, dann liegen wir da hinten irgendwo im Wald und das will ich eigentlich auch nicht. Deswegen werden wir jetzt einfach mal Folgendes probieren. Ich werde den hier jetzt wirklich tatsächlich in den Bunker spielen und dann aus dem Bunker versuchen, mit einem schönen Pick hier den Ball an den Stock zu bringen, weil wir sehen es ja auch wieder. Da ist wieder vieles rot. Wir haben da eine ziemliche False Front. Das ist natürlich schon, hat einen Grund, warum die Fahne da hinten rechts steckt. Das ist nicht easy. So. Der Wind geht auch in die Richtung. Yep. Ja, okay. So, der liegt eigentlich gut jetzt im Bunker. That not gonna get there. It is gonna wind up in that right front bunker here at 4. Okay. So, a second shot noted from the bunker. So, wir schauen uns popular das mal an. Place here at the fourth. Many players finding their balls in this front right bunker gonna require a perfect execution to still have a chance to save par. So, jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir natürlich den Ball auf die richtige Seite bringen. Hier wäre natürlich dann bergauf. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Okay. Oh ja, er geht links. Ah, komm, bleib liegen. Okay. Wird aber trotzdem kein einfacher Putt. Der ist mir ein bisschen zu weit gerollt. Ja, das war zu erwarten. Es ist zwar ein bisschen bergab, das ist nicht gut. Bergab ist immer schwierig. So. Und es ist natürlich ein unheimliches Break. Wir müssen aufpassen, dass er uns eben nicht abhaut. Okay. Ja, das ist sehr stark, sehr starkes Break. Ja, okay.
Ooh, good speed there. That'll leave just a couple of feet. Gut, hier werden wir dann wieder einen Schlag einbüßen, aber das war ein bisschen kalkuliert, gebe ich offen zu, denn definitiv wollte ich hier nicht wieder mit Doppelbogies runterkommen. That one finished off. It is a bogey here at four. So, wo stehen wir denn jetzt mit plus 1? Oh ja, da hat uns natürlich gleich wieder kräftig Plätze gekostet. Hole number 5, Magnolia, a par 4 at a stout 495 yards. Avoiding the two deep bunkers left of the fairway is a must, but a sloped green full of little hollows makes getting an approach to birdie range no small feat. So, wunderbar. Auch hier müssen wir dann gut aufpassen. Auch diese Bahn hat es in sich. Wir schauen jetzt mal ganz kurz aufs Leaderboard, ob der Cut ist immer noch bei plus 1. Das heißt, wir sind im Moment auf der Cut-Linie. Plus 1 steht noch. Okay. So, wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir hier rechts bleiben. Wir haben etwas Gegenwind. Das heißt, wir könnten den Ball ein bisschen flacher spielen. So, und dann müsste er sich auch, dann müsste er ein bisschen mehr Roll haben. Gonna work this up that left-hand side. Okay, oh ja, da war ich zu kurz. Swing and the result is gonna be a tee shot that is set up just fine. Ja, das ist mir ein bisschen zu weit. Zu weit. So, jetzt müssen wir wieder schauen. Also zu weit auf der linken Seite. Da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Augenblick. Ja, okay, da kommen wir dran vorbei. Das sollte nicht das Problem sein. Das Problem wird eher sein, was das Eisen 5 macht. Ob wir damit aufs Grün kommen. So, auch hier wieder ein bisschen höher anspielen, damit er eher zum Liegen kommt, weil das Fünfer rollt auch wieder durch. Ja. Wenn er vorher aufkommt... Ah, okay. Ja, ich hatte gehofft, er springt rein. Ich wollte ihn schon vorher aufkommen lassen, damit er ein bisschen Gas rausnimmt. Gut, jetzt müssen wir ihn da hochpitchen. 21 und das ist jetzt wieder hier auch so eine False Front. Da müssen wir auf jeden Fall drüber. Und dann bewegt er sich eher nach links. 21. Okay, wir könnten... Ja. 21. Aber 15. Okay. Und er wird ein bisschen nach rechts springen, wenn er da vorne aufkommt. Lauf, lauf, lauf. Ja, komm, bleib oben. Nee, oder? Just didn't figure that out. Er hätte eine gute Länge gehabt. Further up the green for it to go closer. This is a good size putt. So, ein Fuß bergauf. Ja, das wird wieder spannend. Es geht halt hauptsächlich eigentlich nur den Berg hoch. So ein bisschen so. Ah, komm. No, didn't quite give that enough. So. Haben wir noch mal ein bisschen Steigung? Ein bisschen Steigung, okay. Das sollte jetzt aber nichts passieren. Ja, das war wieder der dritte Schlag. Einfach nicht gut genug. Wieder ein bisschen zu feige.
Another good par three here on this first nine. It's the 180-yard par three sixth, elevated tee, two-tiered green. Chance to make it two, but you need to be precise on the tee. So, die Fahne steckt auf der linken Seite. Das ist eigentlich ganz gut. Hinten links. Das ist insofern gut, als dass es bergab geht. 24 Fuß. Also eigentlich müssten wir hier mit dem Eisen 7. Und wenn wir hier reinkommen, dann müsste er eigentlich nach links rüberrollen. Und wir haben noch ein bisschen Rückenwind. Okay, wir könnten natürlich ein Eisen 6 und ganz kurz. Aber das glaube ich nicht, dass wir... Ja, das glaube ich nicht, dass wir den, dass der dann auf dem Grün liegen bleibt. So ein kleines bisschen reindrohen. So, das 7er müsste auf jeden Fall liegen bleiben. So, okay. Okay, not taking any chances there. A good safe play in the middle portion of the green. Look here at birdie. He's got to have good energy transfer here. It's an uphill putt, but it's going to slide left as it gets near the hole. Okay, es geht wieder berghoch. Okay, jetzt muss ich nochmal schauen. 23. Ja. 32. Wir haben natürlich jede Menge Break wieder von rechts nach links. Das ist wieder eine Wahnsinnswelle. Doch stark links vorbei. Just appeared to be befuddled by the break there. So, es breakt. Linke Lochkante und Gas. Safely in for par here at the sixth. And he'll stay right where he is. So, wir müssen einfach schauen, dass wir hier die ersten neun Loch hoffentlich im Paar durchkommen. Und dann hoffen wir auf die zweiten neun, dass wir da genauso gut performen wie in der ersten Runde. So, precision is more important than power off the tee. The second shot is no bargain either, with a total of five bunkers completely surrounding a fairly small green. Ja, hier muss das Ziel sein, natürlich auf der linken Seite des Fairways zu landen, damit dann der Ball nach rechts in die Mitte des Fairways rollt. So, aber wir dürfen auch nicht zu weit links landen, weil sonst wird es auch wieder schwierig. Okay. Oh, das war überhaupt nichts. Das geht bös in die Bäume. Oh je, oh je, oh je. Und jetzt liegen wir auch noch. Ja, ja. Das war's nicht. Second shot ja, klar. Down to Noda. When you find yourself in the trees at the seventh, you are forced to use the hit and hope strategy, where you hit the ball and hope that it somehow finds the green. So, da brauchen wir jetzt den Punch. Und jetzt ist ein bisschen hier blöde, sage ich mal, wirklich, auch mit der Sicht. Okay. Okay. Ja gut, wenn er in den Bunker rennt, aber die Frage ist, rennt er bis in den Bunker? Ja. Wir müssen halt an dem Baum hier vorbei. Das gefällt mir gar nicht. Ja, wir können den natürlich auch ein bisschen versuchen, um den Baum rumzuspielen. Das geht mit so einem Schlag auch. Okay. Okay. Kommt wieder ein bisschen runter, oder? Nein. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir natürlich wieder im kurzen Spiel hoffentlich das rausholen, was wir gerade eben wieder. So, High Flop. Da kommen wir gar nicht bis hin. Long Flop. Da wird er ein bisschen rollen. So.
Okay, wie wird er dann rollen? Er wird nach links springen. Okay. Das ist jetzt wieder zu kurz. Ja, und es bleibt da auch nicht mal liegen, oder? Ah, das ist ja nicht zu fassen. Das ist ja nicht zu fassen. Wir sind einfach wieder mit den Bällen zu kurz. Wir hätten aufs obere Plateau gemusst. 37 Fuß jetzt. Ja. Und es geht natürlich wieder hoch ohne Ende. So, 39, 40, 60, 62. Er wird uns den Ball nach links drücken am Anfang und dann wird er wieder nach rechts laufen. Ja, so vielleicht. Ja, der ist gar nicht nach rechts rübergelaufen im Prinzip. Getting it there up the hill was half the battle. This got there just a little wide of the mark. So, das ist jetzt natürlich auch wieder ein ganz wichtiger Putt. Linke Lochkante. That one in. It is a bogey here at the 7th. And he'll slide back now to 3 over par. Ja, das Eagle war natürlich sehr vielversprechend, hat uns auch gut nach vorne gebracht. So, the par 5 is considerably downhill. The 8th is up the hill. You can certainly make an eagle here, but it requires 2 good shots and maybe a little luck. If you play it off the right, it'll kick down and leave you within eagle range. Gut, wir liegen jetzt plus 1 für die Front 9. Das ist auf jeden Fall deutlich besser als am ersten Tag. Und wir haben hier Rückenwind auf diesem Par 5, 568 Yards. Das wäre jetzt natürlich wieder die Chance, einen Schlag zurückzuholen. So, aber wir dürfen nicht in den Bunker landen. Bunker wäre ganz, ganz übelst. Ja, geht sich aus, müsste nach links springen, oder? Ja, sehr schön. No problems there. That's gonna wind up safely in the fairway. So in the fairway, but a pretty good number to carry here for a second to the par 5. Okay, vielleicht haben wir Glück und kriegen den tatsächlich aufs Grün. So, auf jeden Fall müssen wir den mit einer Kurve spielen. Ich sehe gerade, den müssten wir eigentlich gar nicht mit einer Kurve spielen, oder? Ja, doch, wir müssen den schon ein bisschen mit einer Kurve spielen. Okay. Ja, wir haben auch ein bisschen Wind, das hilft uns eigentlich. So. Ja, okay, er legt im Eingang. Da haben wir die Möglichkeit, mit einem guten Pitch an die Stock zu kommen. Solid shot right there with that 3-wood, Frank. That's an aggressive layup, really trying to force that 3-wood down and get it as close as possible to the green. That's 2 good shots if you can't reach the par 5. So, wir sehen aber schon wieder, was hier die Schwierigkeit ist. Das ist natürlich definitiv, dass wir hier oben bleiben müssen und nicht wieder zu kurz sein. Da will er pitchen und dann wird er nach Dingens rüber gehen. Okay. Er wird ja ein bisschen ausrollen. Ich überlege gerade, ob wir mal den Spinner probieren. Mit dem Spinner müsste er eigentlich relativ schnell zum Liegen kommen. Ja, mal probieren. Zack und hoch. Okay, okay. That's a solid shot here into the 8th hole and a good chance now for another birdie. Ja, okay, also es ist ziemlich eben. Aber wir haben natürlich wieder hier dieses Break.
Und wenn wir natürlich da jetzt ihn drüber hinaus putten, bei der Geschwindigkeit, dann rollt er ziemlich weit. Ja, das ist schon wieder ein ekelhaftes Break. Ja, vorbei. Schade, schade, schade. Jetzt müssen wir wieder schauen, dass wir auch das Pärchen zumindest retten und nicht, dass er uns da, weil das ist jetzt das gleiche Break in die gleiche Richtung, also in die andere Richtung. So. Sonst liegen wir nämlich gleich wieder da, wo wir vorhin lagen und der ist uns jetzt, glaube ich, unten durch. Okay, good roll there. Schade. Par here at the eighth, and he'll hold steady at plus three. Ja, wir waren leider ein bisschen auf der falschen Seite vom Stock. Da hätten wir unterm Stock liegen müssen. Das wäre dann die Chance gewesen. Aber is intriguing here at Augusta National. This is where you can see just how hilly the golf course is. It may not show up on television that way, but you can certainly feel it as you make your way up to this ninth green. Ja, die neuen, da haben auch keine guten Erinnerungen, weil da sind ja drei Stufen, eine Mods Falls Front, die hier ja den Berg runterrollt und gut, der Stock ist ganz, ganz hinten. So, wir müssen also ganz wichtig hier runterkommen. Jetzt schauen wir nochmal, der Wind ist so, wenn wir den ein bisschen reindrohen können, dass er ein bisschen in die Richtung rollt. Okay, das wäre jetzt mal nicht verkehrt. Left off the tee. Ah, this is gonna be a beautiful drive down the hill into the big clearing, and it'll set up a good look at this ninth green. So, der nächste Schlag ist jetzt natürlich der spannende, dass wir hier aufs richtige Plateau hochkommen. From the fairway, we check in with Noda. Well, from this section of the fairway, you have an opportunity to get the ball close to the back third of this green. It's going to require some good calculations on yardage and proper execution to get the ball to sit on the right plateau. Ja, das ist nämlich genau das Problem. Wir haben hier vorne eine ziemliche Welle und dann kommt nochmal eine Welle. Und gut, wenn wir natürlich unter der Welle sind, in die andere Richtung wird es halt schwierig, was natürlich wieder das Thema Bergabputt angeht. Zu lang will man natürlich jetzt auch nicht sein. Die Frage wird halt sein, ob bei dem Höhenunterschied uns eigentlich das 9er reicht. 26 Fuß nach oben. Wir müssten eigentlich mit dem 8er schlagen und dann etwas kürzer. Aber das traue ich mich jetzt eigentlich auch nicht. Das ist wieder schwierig, schwierig, schwierig. Weil ich will eigentlich da vorne aus den Zuschauern keinen Chip oder irgendwas machen müssen Richtung Hang ab. Im Zweifel lieber etwas zu kurz und dann halt eben hochputten. Wie sieht es denn mit dem Wind aus? Okay. Wir müssen nochmal schauen. Überm Bunker müssten wir ja eigentlich kommen. Okay. Ah, zu weit links. That's got to be disappointing. Ja, so ist es halt eben. Ein Meter zu weit links oder so und man hat Trouble. Digs into the bunker, getting set to play the third shot. So, wir brauchen wieder den Pick. Damit er hoffentlich schnell zum Liegen kommt. Ja, sehen tun wir nicht viel. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Das war ein bisschen wenig. Oh, nee, genau das sollte nicht passieren. Genau das sollte nicht passieren. Ah. Well, that's out. That's the important part, but this is well short of where it needed to be. Ja, heute passiert wieder alles, was nicht passieren sollte. Zwei Fuß wieder den Berg hoch. 60. 65, 66, es ist furchtbar. Im Prinzip ist es ein ziemlich gerader Putt. Es geht hier ein bisschen nach links, dann geht es da oben wieder ein bisschen nach rechts. Es
Geht eigentlich ein bisschen mehr nach rechts dann. Entscheidend ist es halt, wieder da hochzukommen. Und fällt er? That is rolled in from distance here at the ninth. And the card will show he goes out in 37, one over par. So, ihr habt es gerade ganz kurz rechts oben gesehen. Is also the start of a difficult stretch. These two par fours, 10 and 11, all you want. And then you get up to that challenging little par 3, 12. So, das hier blenden wir aus, weil wir wissen ja, wir spielen immer die Front 9 und die Back 9. Und das Resümee für diese neuen Loch ist, dass wir zumindest deutlich besser gespielt haben als in der ersten Runde hier mit plus 1. Haben wir doch ein verhältnismäßig, ich sag mal, zufriedenstellendes Ergebnis gespielt. Natürlich, die Bogies waren mehr als unnötig, aber jetzt hier an der 9 nochmal dieser Putt. Der hat uns ein bisschen den Arsch gerettet, aber ihr habt es gesehen, Leaderboard zeigt mittlerweile an, dass der Projected Cut mittlerweile auf Even Par ist. Und das heißt, wir sind davon 3 Schläge entfernt, wir sind weit, weit davon entfernt. Natürlich könnten wir jetzt wieder solche Back 9 spielen wie in der ersten Runde, dann haben wir eine Chance. Aber ich habe auch das Gefühl, dass dieser Cut nochmal eins hochgeht auf minus 1 vermutlich, denn ihr seht es ja auch hier. Die Führenden sind alle noch gar nicht unterwegs. Wer spielt denn schon oder wer hat das beste Tagesergebnis? Minus 2 Scott Stallings im Moment. Und wenn wir dann noch weiter runtergehen, dann haben wir da zum Beispiel eine Minus 5 schon gesehen von Scotty Scheffler. Scotty Scheffler, der ja am ersten Tag nicht besonders gut gespielt hat, bringt sich jetzt hier wieder mit Even zumindest auf die Cut-Linie. Und je mehr natürlich nach vorne hier reinspielen, ihr seht es, desto schwieriger wird es natürlich. Hier die Cut-Linie angezeigt mit Even. Und wir liegen natürlich darunter, so wie auch ein John Spieth. Ach, nee. Today Even. Ach, der ist ja auf der 4. Okay. Patrick Cantlay. Wer haben wir noch hier? Lucas Herbert. Victor Hovland. Stuart Sink. Ja, und da kommen noch Jason Day und viele andere gute Spieler, die mit Sicherheit hier noch den Cut eventuell noch weiter hochdrücken. Okay, Freunde. Wir haben hier die Front 9 gespielt in Augusta, zweite Runde. Es wird spannend, ob wir tatsächlich diese 3-4 Schläge aufholen können. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es war ja wieder ein bisschen, ich denke, kurzweilig und aufregend. Nichtsdestoweniger, danke, danke für eure Zeit und seid gespannt auf die Back 9. Bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.